Mein Name ist Ralf Remmert, ich bin konventioneller Schweinehalter. Ich habe eine Sauenhaltung mit angeschlossener Mastschweine, also ein geschlossenes System in Brandenburg. Wir haben in der Vergangenheit die Futterzusammensetzung geändert, Rohprotein reduziert, um eigentlich Tiergesundheit zu fördern, aber eben auch um Emissionen zu reduzieren. Und haben jetzt ein eigenes Haltungssystem entwickelt, basierend auf einer Kotantrennung, die Ammoniak gleich an der Entstehungsstelle vermindert. Ja, wir haben schon gemessen, auch offiziell messen lassen von der LUFA und konnten da eine deutliche Reduzierung im Vergleich zu Vollspaltenboden feststellen. Die liegt im Bereich 85% Reduzierung zum konventionellen Haltungssystem. Die Motivation kommt daher, dass ich ein ganzheitliches Haltungskonzept für den Bereich Schwein entwickeln wollte, was nicht nur den Tierwohl fördert, sondern eben auch die anderen Problembereiche Emissionsschutz, Reststoffverwertung mit einbezieht. Ja, natürlich gibt es Schwierigkeiten. Das ist so ein komplexes Thema. Ich konnte es immer nur Schritt für Schritt angehen. Ich habe mir einen Bereich nach dem anderen vorgenommen, und um ein großes Ganzes zu kreieren daraus. Und angefangen vom Haltungsverfahren, das ich langsam entwickelt habe, hin zu der Schweinetoilette. Der nächste Schritt ist die effektive Reststoffverwertung. Ich würde mir wünschen, mehr Klarheit, mehr Ehrlichkeit, den Leuten sagen, wo soll die Reise hingehen, ne? Und den Weg unterstützen. Und was ich heute wahrnehme, ist, es werden Gesetze gemacht mit Übergangsfristen. Die Übergangsfristen werden immer bis zum Letzten ausgereizt und in der Zwischenzeit passiert gar nichts. Der Gesetzgeber müsste viel mehr Instrumente bereitstellen, die die Landwirte auf dem Weg in diese neue Veränderung hin begleiten. Das wäre sehr wichtig. Seid mutig. Nehmt die Veränderungen an, die die Gesellschaft von uns fordert. Macht euch selber Gedanken, guckt mal nach rechts und links, hinterfragt das eigene Handeln. Was tue ich da? Ist das alles so richtig? Bei anderen Berufskollegen vielleicht auch mal nachsehen. Was machen die anders? Anregungen holen, miteinander sprechen, mit Verbrauchern sprechen, mit Kritikern sprechen, ne? Und annehmen Kritik und dann ins eigene Handeln kommen.